Schloss Adstetten liegt in der Marktgemeinde Adstetten-Pöbring im Bezirk Melk und befindet sich im Besitz der Familie Hohenberg. Auf dem Schlossareal steht auch die Pfarrkirche Adstetten. Der urkundlich erstmals im Jahr 1263 erwähnte Vorgängerbau, bis ins 15. Jahrhundert im Besitz derer von Ehrendorf, wurde 1560 bis 1592 von Matthäus Gundreching durch einen Neubau im Stil der Renaissance ersetzt. Nach mehrfachen Besitzerwechseln erwarb 1823 Kaiser Franz I. das Schloss für die habsburgische Krone. Es war als Witwensitz für seine Gemahlin Carolina Augusta vorgesehen, die es nach dem Tod des Kaisers 1835 allerdings nur wenig nutzte. Nach dem Tod des Kaisers 1835 kam Schloss Adstetten in den Besitz seines dritten Sohnes, Erzherzog Franz Karl, des Vaters von Kaiser Franz Joseph I. und 1861 in den Besitz von Erzherzog Franz Karls drittem Sohn, Erzherzog Karl Ludwig. In 1866 scheint Erzherzog Ferdinand Maximilian, der spätere Kaiser von Mexiko, als Käufer von Schloss Adstetten auf, der es allerdings nie bezahlte, weshalb Karl Ludwig Eigentümer blieb. Von Erzherzog Karl Ludwig erhielt es 1889 sein Sohn, Erzherzog Franz Ferdinand, der 1896 offiziell Thronfolger wurde. Unter seiner Ägide wurden sowohl das Schloss als auch der Park umgebaut und modernisiert. Nach dem Attentat von Sarajevo und dem Tod Erzherzog Franz Ferdinands 1914 erbte das Schloss sein ältester Sohn Maximilian von Hohenberg, der damals erst 12 Jahre alt war. Bis zu seiner Volljährigkeit wurde der Besitz daher von einem Vormund verwaltet. In 1915 wurde Dr. Friedrich Stritzel aufgrund seiner Verdienste als Rechtsanwalt Erzherzog Franz Ferdinands als Edler von Artstadt in den Adelsstand erhoben, wobei das Prädikat eine Anspielung auf das Schloss Adstetten war. Nach
dem Ende der Monarchie in Österreich und dem Adelsaufhebungsgesetz 1919 verlor der Adel in der Republik Österreich seine Vorrechte. Nach dem Anschluss 1938 wurde Maximilian Hohenberg enteignet und mit seinem Bruder Ernst am 31. März als einer der ersten Österreicher in das KZ Dachau deportiert. Der enteignete Familienbesitz gelangte nach der Zeit des Nationalsozialismus an die Republik Österreich. Im Jahr 1949 wurde das Schloss an Maximilian Hohenberg restituiert. Nach dem Tod Maximilian Hohenbergs 1962 erbte sein ältester Sohn Franz Ferdinand Hohenberg Schloss Artstetten. Nach dessen Tod 1977 überschrieb dessen Witwe Elisabeth den Besitz in Artstetten mit Schloss, Forst und Landwirtschaft ihrer ältesten Tochter Anita, die 1978 den französischen Grafen Romé de la Poèse d'Arambourg heiratete. '82 gründete sie mit ihrem Mann das Erzherzog Franz Ferdinand Museum und renovierte das Schloss. Nach der Scheidung dieser Ehe im Jahr 1998 heiratete Anita Hohenberg 2005 Konsul Andreas Bardot, den Besitzer des steirischen Schlosses Kornberg. 2003 brachte sie Schloss Artstetten sowie sämtliche Ländereien in die Anita Hohenberg Stiftung ein. Im Dezember 2015 hat ihre Tochter Alice de la Poèse d'Arambourg Frey die Leitung von Schloss Artstetten übernommen. Das Schlossarchiv befindet sich im Privatbesitz und ist nur bedingt zugänglich. Sein allmählich gewachsener Bestand ist für die Geschichte Österreichs und das Privatleben der kaiserlichen Familie von Bedeutung. Als Herrschafts- und Gutsarchiv ist es seit dem Schlosskauf im Jahr 1823 durch Kaiser Franz I. lückenlos erhalten. Im Jahr 1982 ließ Romé de la Poèse d'Arambourg ein Schlossmuseum einrichten, das in Sonderräumen eine Dauerausstellung zeigte, die der Historiker Wladimir Eichelburg zusammengestellt hatte.
Regelmäßig stattfindende Sonderausstellungen werden aus dem Fundus des Archivs bestückt, der bei dieser Gelegenheit thematisch inventarisiert wird. 2011 erfolgte durch die Schlossherrin Anita Hohenberg eine umfassende Adaptierung und Modernisierung des Schlossarchivs. Der ursprünglich freistehende gotische Bau wurde im 14. Jahrhundert errichtet, 1691 bis 1698 zu einem barocken Saalbau erweitert und im Westen bis zum Schloss verlängert. . 1718 wurde Adstetten durch eine Stiftung des Besitzers der Herrschaft Anton Braun von Rotenhaus zur Pfarre erhoben, indem er zum Unterhalt des Pfarrers ein Kapital von 6000 Gulden stiftete und den Pfarrhof sowie das Schulhaus errichten ließ. Von 1868 bis 1869 ließ Erzherzog Karl Ludwig die Kirche restaurieren und den Turm mit vier Quanten neu und die großen Kirchenfenster errichten. 1870 erhielt sie vom selben Gönner den Kreuzweg. 1913 erfolgten Umgestaltungen der Kirche im Stil des Historismus. Das Langhaus ist etwa gleich hoch wie das Schloss und durch ein zum Chor abgewalmtes Satteldach gedeckt. Der Chor mit gotischem Kern ist dreiseitig geschlossen. Seine gotischen Strebepfeiler wurden beim barocken Umbau zu tiefen, rundbogigen Blendnischen mit vorgelegten Pilastern umgestaltet. Chor und Langhaus weisen eine einheitliche, späthistoristische Fassadengliederung mit einfachen und doppelten Pilastern und mit stark profiliertem Gesims auf. Der Bau ist im Süden durch ein barockes Portal mit Volutensturz zugänglich. Der zweigeschossige Turm im Südosten hat einen barocken Baukern und rundbogige Schallfenster. Thank you.
Die Fassade und der bekrönende Zwiebelhelm wurden 1913 geschaffen. Die Kirche wurde 1985 durch die Pfarrgemeinde sowie die Patronatsherrschaft renoviert. Und 1909 erteilte Erzherzog Franz Ferdinand den Auftrag zur Errichtung der Hohenbergschen Familiengruft für 12 Särge unter dem Vorplatz der Pfarrkirche. Zum einen hatte seine Frau Sophie 1908 einen totgeborenen Sohn zur Welt gebracht, dessen Sarg als erster hier bestattet wurde. Zum anderen war abzusehen, dass seine Frau wegen ihrer aus Sicht des Kaisers unstandesgemäßen Herkunft nicht in der Kapuzinergruft bestattet werden konnte. Der Schlosspark, dessen älterer Zustand kaum überliefert ist, wurde unter Karl Ludwig ab 1861 als Landschaftsgarten des Historismus gestaltet und geht in der grundsätzlich bis heute erhaltenen Anlage auf diese Bauphase zurück. Heute zeichnet sich der Park durch seine lebendige Gartengestaltung und einen Bestand botanischer Raritäten aus. Er gehört zu den bedeutendsten gartenarchitektonischen Denkmalen Österreichs und steht daher unter Denkmalschutz. Im Garten liegt ein oktogonales Gartenhaus mit einem tamburartigen Obergeschoss, einem Zeltdach und einer Wendeltreppe. Davor befindet sich ein in Steinen eingefasstes Wasserbecken. Zwei Brunnenfiguren stammen aus dem 19. Jahrhundert.